Klausen bei Pirmasens vergangene Woche. Die Stille täuscht. Hier findet gerade eine ganz besondere Party statt. Geburtstagsfest für die Vierlinge. Für Jona, Luan, Lia und Malea. Heute sind sie ein Jahr alt. Ein Riesenglück für Mama Lorena Acker und für Papa Thorsten Kalina. Es gibt Kuchen für alle. Ganz viel Besuch von Freunden, Verwandten und Helfern. Und es wird getanzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Dass die Vierlinge heute gesund sind, feiern und mit Halbschwester Lara Geschenke auspacken können, war für die Eltern vor einem Jahr noch unvorstellbar. Es ist ja nicht nur ein Kind oder zwei, es sind ja dann vier. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Und davor ging mir echt ein bisschen, ne? Da hatte ich richtig Angst. Mittlerweile ist es, hat sich das gelegt und ich weiß, dass wir das ganz einfach schaffen und fertig. Also eigentlich muss ich schon sagen, bin ich auch stolz, wie es bis jetzt gelaufen ist. Natürlich kommt man oftmals auch mal an seine Grenzen, wo man dann mal tief durchatmen muss und weiter geht's. Und so begann alles. Im Sommer 2018 führte Lorena Acker für uns ein Videotagebuch. Sie war schwanger mit Vierlingen. Dann sind wir bei 1,25 Meter. Ich zeig's jetzt mal. Hier nach unten wird der Bauch auch immer spitzer. Ja. Jetzt werde ich mehr angespannt, jetzt bekomme ich selbst mehr Angst. Ich wollte jetzt gerade heute noch mal den Bauch zeigen, wie er jetzt aussieht. Ja, also so sieht er mittlerweile aus, das, was wir tragen. Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg. Am 12. November 2018 werden die Kinder per Kaiserschnitt geholt. Lorena Acker möchte die Geburt bewusst erleben. Deshalb wird nur eine Rückenmarksnarkose durchgeführt. Schon 10 Minuten später, der Kaiserschnitt. Im OP bangt Thorsten Kalina damals mit seiner Frau. Das unten liegende, kleinste Kind holt der Arzt zuerst. Es ist Jona. Gut, das erste Kind ist ja da, ein Junge. Das haben wir auch sehr gut, doch, bitteschön. Ein ganz süßer, ja. Im Minutentakt geht es weiter. Das erste Mädchen. Gut. Lia. Dann kommt Luan. Da freut sich seine Eltern zu sehen. Bitteschön. Nun fehlt nur noch das vierte Kind. So, bitteschön, da ist die Maria. Hallo Mama, hallo Papa. Um jeden Säugling kümmert sich sofort ein Team. Zwei auf Frühchen spezialisierte Ärzte und zwei Kinderkrankenschwestern. Weil die Frühchen stabil sind, darf die Mutter, die noch im OP liegt, die Babys noch einmal sehen. Das ist Nummer eins. Mama kann auch schon mal einen Kuss geben. Lorena Acker kuschelt mit Jona. Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Luan. Die Nummer 3. Hallo. Sie kuschelt mit Luan. Hat sich Nummer 3 vorgedrängelt oder Nummer 2? Und sie kuschelt mit Lia. Ein Kind fehlt noch. Die Eltern warten angespannt. Malea hatte Atemprobleme. Jetzt hat sie einen Tubus bekommen und hier geht es gut. Dann geht's gut. Es ist alles gut. Danke. Kind sieht schön aus. 2 Wochen später. Lorena Acker und Thorsten Kalina dürfen ihre Vierlinge schon zum sogenannten Känguruing aus den Inkubatoren nehmen. Der Haut-an-Haut-Kontakt stärkt die Bindung zwischen Eltern und Babys. Doch so friedlich wie jetzt bleibt es nicht lange. 3 Wochen später sehen wir sie wieder. Die Vierlinge melden sich inzwischen deutlich, wenn sie Hunger haben.
Oh je, Schatz, komm mal her. Komm mal her, mein Schatz. Oh, so schlimmer Hunger schon wieder, hä? Was ist los? Lorena Ackers Alltag sieht jetzt so aus. Füttern, Bäuerchen. Uiuiui. Ah, super. Wickeln. Jetzt habe ich was gegessen. Baden. Die Beinchen, die Füße waschen. Wiegen. 2410 haben wir. Und das alles mal vier. Die Vierlinge sind noch verkabelt, weil sie immer mal wieder Atemaussätze haben und ihr Herz dann zu langsam schlägt. Auf einem Monitor werden die Werte überwacht. Heute hat sich Vierlingsvater Thorsten Kalina freigenommen. So, Achtung, junger Mann, jetzt kommt der Papa. Er möchte seine Frau unterstützen. Oft weiß er aber nicht, wen er da so vor sich liegen hat. Denn es handelt sich hier um eineiige Zwillinge im Doppelpack. Also ehrlich gesagt, kann ich noch nicht so wirklich auseinanderhalten. Hier in der Universitätsklinik haben die Vierlingseltern noch viel Unterstützung. Doch wie soll das zu Hause werden? Am 1. Januar filmt eine Kinderkrankenschwester den Abschied aus der Klinik. Jetzt bin ich froh, dass es nach Hause geht, endgültig. Tschüss! 2,5 Monate lang lagen die Babys hier auf der Frühchenstation. Der Abschied ist emotional für alle. Ich bin glücklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Lara, drück mit. In ihrem neu angeschafften Bus starten sie nun zu siebt in ihren unbekannten Alltag als Großfamilie. Klausen bei Pirmasens im April. Es ist 12 Uhr mittags im Hause Acker Kalina, die schlimmste Zeit des Tages. Seit einer Dreiviertelstunde ist Lorena Acker alleine mit ihren Vierlingen. Während Töchterchen Malia im Wohnzimmer schlummert, versucht Lorena Acker im Kinderzimmer mit zwei Händen drei Kinder gleichzeitig zu beruhigen. Die kleine Lia ist dran mit dem Fläschchen, aber die Jungen sind müde und wollen mit Mama kuscheln. Ich kann jetzt nicht mehr machen, wie ich so versuche zu beruhigen, mit dir zu erzählen, wenn ich mich jetzt dazusetze und auch anfange zu weinen, was ich manchmal am liebsten machen würde. Du, damit mache ich es nicht besser. Dann hoffe ich nur, dass jetzt bald mal Unterstützung kommt. Lorena Acker probiert verschiedene Positionen aus, um die Säuglinge zu beruhigen. Sie füttert nun Tochter Lia auf dem Kissen weiter und schaukelt Jona auf dem Arm. Inzwischen ist es 1 Uhr. Da steht auf einmal der Opa im Kinderzimmer. Guck mal, wer durchkommt. Ich geb deine Tür ab. Lorena Ackers Vater ist Rentner und kommt täglich vorbei. Zum Glück wohnt der 67-Jährige nur ein paar Straßen weiter. Das war jetzt gerade der richtige Moment. Und wie gesagt, bin ich dann erleichtert und kann erst mal durchschnaufen. Weil da zählt jede Hand. Nee, ist gut. Manchmal habe ich Tage, da mache ich das so und bin locker dabei. Und manchmal habe ich Tage, da fange ich schon mal an mit zu weinen. Wenn du dann mitweinst, was passiert denn dann? Dann weine ich auch, bis jemand kommt und mir hilft. Eine Stunde lang war Lorena mit 4 schreienden Babys alleine. Jetzt füllt sich das Haus. Ihre Tochter Lara kommt von der Schule. Großschwester kommt jetzt. Hallo. Hallo. Lara muss zurzeit in vielem zurückstecken. Früher hat sie mit Mama alleine zu Mittag gegessen und von der Schule erzählt. Heute ist kaum Zeit zum Kochen und für Gespräche. Es ist schon auch schwierig, dass mit der Lara, dass es jetzt auch anders ist, wie es vorher war. Ich versuche halt wirklich, mich zusammenzureißen, wenn dann die Lara von der Schule kommt, dass ich halt wirklich mit ihr auch ein bisschen, dass ich da helfen kann, unterstützen kann. Das geht halt nicht mehr wie früher. Nach dem Mittagessen kümmert Lorena Acker sich wieder um Malia, Lia, Luan und Jona. Lara übt draußen Inlineskaten.
Seit kurzem darf sie nur noch an 2 Tagen pro Woche so früh nach Hause kommen. Die Eltern haben entschieden, dass sie an 3 Tagen in die Nachmittagsbetreuung der Schule gehen muss. Weil für die Lorena ist es eigentlich unmöglich, mittags die Lara zu betreuen, die Hausaufgaben mit ihr zu machen und dann das noch mit den Kleinen. Das funktioniert nicht. Und dann war das für Lara am Anfang, wie wenn die Welt unterging. Was hat die da gesagt? Was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wir wollten sie eigentlich abschieben oder wir wollen sie nicht. Aber das ist Quatsch. Im Gegenteil, wir wollen es eigentlich nur, wir meinen es nur gut und wir wollen nur das Beste für sie. Und tatsächlich, inzwischen geht Lara gerne zur Nachmittagsbetreuung und genießt zu Hause ihre Geschwisterchen umso mehr. Oh.